mein Gott. Hatte so. Ja. Jetzt haben wir's. Alle Knöpfe sind gedrückt, alle gedrückten sind geknöpft. Wow. So, zuallererst eine honorierende Bemerkung an meinen letzten neuen Follower. Vielen Dank fürs Followen, Chucky Risk. In diesem Sinne. Congratulations! Schön, dass du dabei bist. So! Ja, gerade eben hart verklickt, deswegen habe ich einen Todesstream von 13 Sekunden gefühlt. Ja, wir machen weiter mit Rin, Nin, 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 Nin. Einmal Rin und raus, ne? Genau. Grenzenlos heißt das Kapitel. Und ich würde beinahe behaupten, ich halte mein Versprechen ein und komme Rins Bitte nach, auch wenn es gegen meinen eigenen Willen ist. Ich versuche mich stattdessen aufs Lernen zu konzentrieren, drifte aber letztendlich im Unterricht ab und mache nur das Minimum an geforderter Mitarbeit. Oh, wir haben noch ein paar Duzen anschreiben. Hab zu wenig Freunde. Nein, alles cool. So. Und trotzdem fange ich damit an, mir meine Optionen nach der Oberschule etwas genauer anzusehen. Ich wälze mich durch Universitätsbroschüren und mehrere Berufslaufbahnen. Ich bin gut im Lernen, darum will ich an einer Universität studieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch in eine ziemlich gute kommen könnte. Das einzige Problem ist zu entscheiden, welches Fach das beste wäre. Kenji verhöhnt mich, als ich von meinem Vorhaben mit der Universität erzähle, weil ich mich angeblich der Kontrolle der feministischen Lehrer unterworfen habe. Ich frage ihn nicht, was er nach der Schule vorhat. Was Rin wohl über ihre eigene Zukunft denkt. Ich wette, sie ist nicht so verloren wie ich. Und falls doch, ist sie es bestimmt auf eine ganz andere Art und Weise. Irgendwie bin ich enttäuscht darüber, dass ich wohl doch nicht aufhören kann, an sie zu denken. Wegen ihrer Bitte denke ich an sie und mache mir Sorgen. Noch mehr als zu der Zeit, in der ich sie besuchen konnte, wann ich wollte. Es nagt an mir, dass ich das nicht mehr kann. Wie erwartet halte ich es letztendlich nicht mehr aus. An einem späten Nachmittag steige ich in den Bus zur Innenstadt. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, warum ich das tue, und denke die ganze Fahrt über an andere Dinge. Nach einem 5-minütigen Fußmarsch stehe ich vor der Galerie. Ich laufe daran vorbei und gehe zur Tür des Ateliers. Doch in letzter Sekunde verliere ich meinen Mut und laufe den ganzen Weg bis zur nächsten Straßenecke, wo ich dann wieder kehrt mache. Wird Rin mich hassen, wenn ich sie besuchen komme? Ich frage mich, wie sie ist, wenn sie wütend ist. Hab sie noch nie wütend gesehen. Das Schlimmste wäre, wenn ich mit meinem Erscheinen wirklich etwas ruinieren würde, so wie sie es angedeutet hatte. Aber das ist schlichtweg unmöglich, oder? Es ist nur eine ihrer Eigenarten. Ich laufe wieder die Straße zurück und gehe zum zweiten Mal an der Ateliertür vorbei. Nur, dass dieses Mal, während ich den ganzen Weg bis zur Galerie weitergehe, die Eigentümerin direkt vor der Tür steht und mich beobachtet. Habe ich doch richtig gesehen. Was tust du hier? Ich weiß nicht wirklich, wie ich ihr die Lage zwischen Rin und mir erklären soll. Darum werde ich nervös und murmle irgendetwas Unverständliches. Sie wirft einen prüfenden Blick auf mich und gibt dann einen langen Seufzer von sich, wobei sie schiefes Lächeln im Gesicht trägt. Ich hoffe, sie versteht das nicht falsch. Willst du reinkommen? Dein Lehrer ist zu Besuch. Wir diskutieren gerade Rins Ausstellung. Ja, danke für die Einladung, aber ich sollte wirklich. Sei nicht schüchtern, komm schon rein. Ich folge Say nach drinnen und sehe, dass unser Kunstlehrer tatsächlich hier ist. Numia steht an einem großen Schreibtisch und betrachtet etwas, das wie eine Einladungskarte aussieht.
Schau mal, wen ich gefunden habe. Okay, Hallöchen, mein Junge. Ich scheine von meinem Erscheinen nicht allzu überrascht zu sein. Wie findest du die Einladung? Ich werfe einen flüchtigen Blick auf die Karten. Sie sehen irgendwie nobel aus, mit einem von Rinds Gemälden auf der Vorderseite und einem goldenen Schriftzug. Sie sehen gut aus. Looking good. Sie sind umwerfend. Ich liebe das Design und die geprägte Goldschrift erst. Fabelhaft. Der Druck ist auch gut. Du musst mir sagen, wo du die machen lassen. Wie findet Rin sie? Ich habe sie nicht gefragt. Sie hat gesagt, dass sie mit meiner Entscheidung einverstanden sein würde. Nomiya lacht ausgelassen, während er dabei immer noch mit goldener Schrift bedruckte Karte in seinen Händen dreht. Das ist mein Mädchen. Sie will sich nur auf das Wichtigste konzentrieren. Gut so. Ihre Arbeit geht auch gut voran. Anscheinend hat sie neue Inspiration gefunden. Ich finde, sie ist in letzter Zeit irgendwie seltsam gewesen. Als ob sie mit etwas ringen würde. Mit sich selbst wahrscheinlich. Und es verwirrt sie. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, sagte sie, dass ihr das Malen schwer fiele. Aber das scheint sie nun überwunden zu haben. Sie wissen, dass sie praktisch dort oben wohnt, oder? Sai macht eine schlichte Handbewegung, als würde sie meine Frage beiseite wischen. Oh, sicher. Finden Sie das nicht komisch? Vielleicht ist es das. Trotzdem glaube ich, dass sie versteht, wie groß diese Gelegenheit ist und darum gibt sie alles. Easy! Yay! Hi Desi! Great to have you here! I'll be right back, have to close the door. One moment! Was zur Hölle ist so schwer in der Bitte zu verstehen? Bitte mach die Türen zu. Man weiß es nicht. Okay. Ist sie wirklich so groß? Nomiya legt die Karte ab und klopft sich etwas imaginären Staub von seiner Jacke. Naja, wie soll ich sagen? Jeder hat Zeiten im Leben, in denen man von etwas wirklich Großem überschwemmt und für immer verändert wird. Dies könnte genauso ein Moment für Tezuka sein. Verstehe. Ja, ich glaube, mir ist auch so etwas in der Art passiert. Ich beziehe mich auf den Vorfall, der mich an die Yamaku gebracht hat, jedoch kommentiert das keiner der beiden Erwachsenen. Wieso auch? Es kann gut sein, dass das jedem Mal passiert ist. Oder passieren wird. Auf jeden Fall ist es eine große Entscheidung. Sich selbst der Kunst zu unterwerfen. Steiniger Weg ist es auch. Wirklich sehr steinig. Tezuka hat fast alles, was man braucht, aber ob sie den Willen hat, es durchzuziehen, ist eine andere Frage. Ich sollte das am besten wissen. Ich habe auch versucht, diesen Weg zu gehen, aber am Ende habe ich mich von ihm abgewendet. Ich verstehe nicht, was er mir damit sagen will. Okay. Safe. Frage ihn, ob er Rin deshalb so sehr unterstützt. Unterstützen Sie Rin deshalb so sehr, weil Sie wissen, dass es hart ist? Sai antwortet mir an seiner Stelle. Teilweise vielleicht. Hört dich das? Naja, nein. Ich sag auch nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Ich verstehe es nur nicht. Das Atelier zum Beispiel. Es ist eine tolle Wohnung. Aber niemand hat sie seit wer weiß wie lange benutzt. Und jetzt worin vorbeige... 17 Jahre und 4 Monate. Ich blicke in Sais Augen. Ein ruhiger, berechnender Blick fixiert mich. Der Rins nicht unähnlich ist. Nomias übliches Lächeln ist plötzlich auch erloschen.
Es fühlt sich an, als wäre der Luftdruck mitsamt der Temperatur in der Galerie plötzlich gesunken. So lange ist es her, seit dort jemand gearbeitet hat. Oh. Ich schätze, es gibt zu allem eine Geschichte. Sai verschränkt mit einem leisen Seufzen die Arme und lehnt sich gegen den Tisch. Das Atelier gehörte meinem Mann. Er war ebenfalls ein Künstler. Er lebte dort oben. Naja, wir beide lebten eine Zeit lang da oben, nachdem wir geheiratet hatten. Im Grunde haben wir uns über ihn kennengelernt. Das ist richtig. Jedenfalls, wir waren jung und naiv. Oder zumindest war ich es. Wir studierten Kunst an derselben Schule. Ich Kunstgeschichte, er Malerei. Und wie er gerade schon gesagt hat, war das um die Zeit, als ich deinen Lehrer kennengelernt habe. Jedenfalls verliebte ich mich hoffnungslos in diesen Menschen. Oder vielleicht in seine Kunst. Er war genial. Sein Genie strahlte geradezu, wann immer er in einen Pinsel zur Leinwand brachte. Ihre Stimme nimmt einen fast ehrfürchtigen Klang an, als sie in Erinnerungen an ihren Ehemann schwelgt. Ich schaue auf ihre Hände und bemerke, dass sie keinen Ehering trägt, und darüber hinaus spricht sie in der Vergangenheitsform. Er war wirklich die Art von Künstler, der es in die Geschichtsbücher hätte schaffen können. Jemand mit einem direkten Draht zu Gott. Jedenfalls dachte ich das. Albern, nicht wahr? Ich denke, wir alle wussten damals, dass er etwas Besonderes war. Sogar die Lehrer. Dieses Genie. Naja, ich würde sagen, es hat ihn verzehrt. Alles, absolut alles war nach der Kunst zweitrangig. Sei es Sozialleben, Jobsuche oder sogar ich. Es war ihm einfach nicht genauso wichtig. Anscheinend können Künstler ihre Arbeit nicht nur als Job sehen, weißt du? Für sie ist etwas Wesentlicheres. Es war schwierig, mit so einem Menschen zu leben. Schwierig, mit so einem Menschen verheiratet zu sein. Sie hält inne und prüft, ob ich es verstanden habe. Ich schätze, dass sich die Moral dieser Geschichte noch nicht herauskristallisiert hat. Entweder das, oder ich habe sie verpasst. Wie sind Sie damit fertig geworden? Meine Frage entlockt ihr ein trockenes Lachen. Wahrscheinlich war es genau die, auf die sie gewartet hat. So gut ich konnte. Manchmal war es hart. Manchmal habe ich mir selbst eingeredet, dass ich es ändern würde. Ich habe auch meine eigenen Ziele verfolgt. Warum war es einfach, ihn bloß sich selbst zu überlassen? Es ist nicht so, als könnte man einen Künstler vom Malen abhalten, wenn er es unbedingt will. Außerdem ist es faszinierend, mit einem Künstler zusammen zu sein. Ich kann nicht sagen, dass ich es gehasst habe. Kunstschulen sind voll mit Angebern und überheblichen Schwachköpfen. Doch wahre Künstler sind im Allgemeinen angenehme Leute. Ich glaube, deswegen hat dein Lehrer unser kleines Kätzchen so sehr ins Herz geschlossen. Sie hat wahrlich das Zeug zu einer Künstlerin. Und dazu noch zu einer guten. Sie will malen. Sie muss malen. Ganz recht. Sie ist die beste Schülerin, die ich je hatte. Im Moment findet sie einfach ihren eigenen Weg. Vielleicht wollte ich ihr deswegen diese Chance geben. Es wird gut für sie sein, wenn sie an eine Kunstschule geht. Beim künstlerischen Ausdruck geht es darum, seinen eigenen Platz zu finden, seine eigenen Grenzen und damit zu arbeiten, sie zu erweitern, zu durchbrechen, was auch immer am besten funktioniert. Aber man muss seine eigenen Grenzen kennen. Wie auch immer, kurz gesagt war mein Ehemann ein Mensch ohne diese Grenzen. Ein einzigartiges Individuum, aber ein menschliches Wesen kann so etwas nicht ertragen. Er ist jung gestorben. Ich höre Stimmen und Geräusche, was mich irritiert. Er ist jung gestorben. Nachdem er weg war, konnte ich es im Atelier nicht mehr aushalten. Ich habe versucht, es zu vergessen. Solche Dinge passieren. Man könnte sagen, dass seine Flamme hell, aber flüchtig war. Ihre Geschichte endet ziemlich abrupt, doch es scheint nicht so, als würde sie mehr erzählen wollen. Numia spielt mit den Einladungskarten, die auf dem Tisch liegen, als wäre es nur, um damit seine Hände zu beschäftigen. Aber was wenn Rin auch so ist wie ihr Ehemann? Was wenn sie ein Mensch mit unendlichem Potenzial ist? Saisan zuckt. Und ich sehe einmal mehr, wie dieser traurige Blick in ihre Augen steigt. Es ist der Blick, den sie bekommt, wenn sie Rin ansieht.
Der Blick, mit dem sie sich an ihren Ehemann zurückerinnert. Das bezweifle ich. Sai steht auf und greift in ihre Jackentasche nach einer Zigarette und einem Feuerzeug. Ihre Hände zittern. Ich gehe nach draußen zum Rauchen. Nach einem Moment entscheiden Nomiya und ich, ihr wortlos zu folgen. Draußen ist es bereits dunkel. Sai steht mit ihrem Rücken zu uns, während sie gelegentlich kurze Züge von ihrer Zigarette nimmt. Das schwache Bernsteinglühen erhellt ihr Gesicht und betont ihre spitze Kieferpartie. Ja, ja. Vielleicht ist es das Beste, für heute Schluss zu machen. Wenn du willst, kann ich dich zurück zur Schule mitnehmen, Nakai. Du gehst nirgendwo hin, Shinichi. Ich brauche einen Drink. Wir gehen zu der Bar an der Ecke. Der Lehrer sieht die alte Dame an, dann schaut er zu mir und zuckt entschuldigend mit seinen Schultern. Kein Problem. Ich nehme einfach den Bus. Ich wollte sowieso gerade nach oben, um Rin zu fragen, ob sie mit mir zurück zur Schule fährt. Ich denke, sie übernachtet in letzter Zeit zu oft hier. Sie verschließt die Fronttür der Galerie und verhakt ihren Arm mit dem des alten Kunstlehrers. Sie so zu sehen, fühlt sich seltsam an. Ich frage mich, wie es ist, Freunde zu haben, die man seit Jahrzehnten oder den Großteil seines Lebens kennt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die beiden machen sich auf dem Weg zur Bar an der Ecke, daher gehe ich zügig nach oben zur Ateliertür, um zu tun, weswegen ich ursprünglich hergekommen bin. Ich steige die Stufen hinauf und trete vorsichtig ein. Der Raum ist wegen der schnell anbrechenden Nacht dunkel, aber ich kann Rin sehen, oder eher ihre Silhouette, die auf dem Boden sitzt. Also hat sie ihre Inspiration wieder, so wie Sai gesagt hat, und sich entschieden, auf dem Boden zu malen, anstatt an der Staffelei. Bevor ich auch nur 5 Schritt tun kann, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Die ironische Erkenntnis, wie gut doch die menschliche Wahrnehmung ist, schießt mir durch den Kopf. Wegen einer bloßen Bewegung ihres Schattens benötige ich nur einen Bruchteil einer Sekunde, um zu begreifen, dass etwas nicht stimmt. Zu verarbeiten, was ich sehe, um die Antwort zu formulieren. Ich erröte bis zu meinen Ohrenspitzen. Sollte Nudity-Content sein, verweise ich auf das Twitch-Modell, das Nacktheit in gewissem Rahmen träglich ist, solange es zum storytragenden Element des Spiels gehört und nicht den Großteil des Spiels einnimmt. Von daher, fickt euch! Rin sitzt auf dem Boden mit ihren Beinen unter sich. Sie bewegt sich rhythmisch vor und zurück und reibt sich gegen sich selbst. Na, ihre Atmung ist so schwer, dass sie im schummrigen Licht fast sichtbar ist. Es ist das schwere Keuchen von jemandem, der nicht würdevoll atmen kann. Oh. Ihre Hüften, bloße Schatten im trüben Licht, das von oben auf sie herabscheint, schwingen wieder und wieder im Kreis. Sie hat mich noch nicht bemerkt, so sehr ist sie in ihre Tätigkeit vertieft. Die Verklemmung löst sich von selbst, bevor ich eine Chance kriege, darüber nachzudenken, was ich als nächstes tun soll. Etwas in der Atmosphäre des Raums verändert sich. Eine Kleinigkeit, kaum spürbar, aber sie verändert sich. Vielleicht ein zaghafter Luftzug von der geöffneten Tür, eine winzige Veränderung im Luftdruck, das Geräusch meiner Atmung, auch wenn ich merke, dass ich seit vielen, vielen Sekunden keinen Atemzug mehr getan habe. Die Aura meiner Gegenwart. Dieses Etwas zieht Rins Aufmerksamkeit auf sich. Sie hört auf, sich zu bewegen, erstarrt und dreht sich langsam zur Tür. Ich sehe es zwar nicht, aber ich stelle mir das Grauen in ihrem Gesicht vor, wie die Augen eines Rehkitz, die ihren Jäger anstarren. Ich frage mich, ob Rin meinen Gesichtsausdruck sehen kann, aber zumindest hat sie nicht die Stärke oder den Mut, mir direkt in die Augen zu sehen. Daher lässt sie ihren Kopf hängen, wodurch ihre unordentlichen Haare ihr Gesicht noch mehr vor mir verbergen. Ich fühle mich, als sollte ich entweder fortgehen oder zu ihr gehen, aber keines von beiden bringe ich fertig. Ich habe dir gesagt, du sollst wegbleiben. Ihre Worte klingen besiegt, voller Schmerz, als würde sie leiden. Rin hat nichts außer ihrem Hemd an. Ich kann das letzte Licht der Abenddämmerung auf der blassen Haut ihrer Hüften und ihres Hinterns sehen. Fortgehen kann ich nicht mehr. Diese Chance ist mir entgangen. Also tue ich das nächstbeste. Ich wende flugs meinen Blick ab, obwohl Rin nicht sieht, wo ich hinsehe. Tut mir leid. Ich dachte nicht. Das ist es nicht. Ihre Stimme ist kratzend und zitternd vom Zurückhalten der Tränen,
oder etwas anderem. Sie zittert, als hätte sie körperliche Schmerzen. Das ist es nicht. Ich... Ah, jetzt kommt wieder so ein Part. Ich hatte keine Ahnung, was es wirklich heißt, sich zu verändern, aber ich weiß jetzt, dass du keine Ahnung hast, was ich tun musste, um all die Dinge, die mir durch den Kopf schießen und von denen ich denke, dass ich sie vergesse. Aber das tue ich nicht wirklich. Sie entstehen einfach in meinem Inneren und wachsen und wachsen und wachsen, bis sie rausströmen wie ein Strom von allem, das hier falsch gewesen ist. Ich halte es nicht aus, ich kann nicht an Dinge denken, an die ich denken will, weil ich eben nur an 4, 6, 7 Sachen auf einmal denken kann. Egal wie viele es ist, nie genug. Und ich muss das rauslassen, ich muss zerstören, es vergessen und nichts anderes. Rin murmelt die Worte eher ins Nichts, als sie an mich zu richten. Es ist der abschweifende, rasende, irre Monolog einer Verrückten, gleichmäßig und ausgleichend Ton, aber in der Form eines nie endenden Flusses aus Worten, die fast gleichzeitig aus ihren Lippen hervortreten. Es kommt mir vor, als hätte sie vergessen, dass ich es bin oder dass überhaupt jemand da ist. Vielleicht erkennt sie nur vage, was real ist und was nicht. Vielleicht bin ich für sie nur eine Stimme in ihrem Kopf. Ich sehe auf Rins klägliche Gestalt hinab, die nur mit dem weißen Hemd ihrer gewohnten Kleidung auf dem Boden kauert. Es bewahrt weder ihre Privatsphäre noch ihre Körperwärme, um die sie sich aber nicht zu scheren scheint. Sie sieht kaputter aus, als ich es für ein menschliches Wesen möglich hielt. Und nach meinem Aufenthalt im Krankenhaus und meiner Zeit an der Schule habe ich da einen besseren Einblick als die meisten. Ich erinnere mich an den blassblauen Rauch und an mich selbst, der sich fragt, was Rin und der Kunst um der Kunst willen tun würde. Die Erkenntnis, dass Rin wirklich immer alles ernst meint, trifft mich mit voller Wucht. Sie würde sich wahrhaftig zerstören, wenn es ihre Kunst erfordern würde. Ich dachte, sie wäre so albern mit ihren komischen Eigenarten, wie sie es über persönliche Veränderungen redet, als wäre es etwas Plötzliches und Konkretes wie Aufwachen. Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist sie, vor meinen Augen, bloßgestellt, nach allen möglichen Bedeutungen des Wortes. Vollkommene Isolation, hier auf dem höchsten Stockwerk dieses Gebäudes, in diesem Raum, in ihrem Kopf. Tag für Tag am Arbeiten an ihren Gemälden, ohne auch nur einen Gedanken an etwas anderes zu verlieren. Sich selbst zerstören, um das zu erreichen, was sie zu erreichen wünscht. Diese obszöne Tat, die sie aus Gründen tut, bei denen ich mich... Diese obszöne Tat, die sie aus Gründen tut, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie sie selbst versteht. Warum muss sie das tun? Ich versuche, die Puzzleteile zusammenzufügen, aber ich... verstehe es nicht. Ich bin traurig, verängstigt, angeekelt, besorgt und eine Vielzahl von Emotionen, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Ich bin hin und her gerissen. Ich sollte gehen. Tut mir wirklich leid. Es ist egal. Meine Stimme ist trocken und leise wie Sandpapier, das meinen Hals entspringt. Das gesehen zu haben, tut mir wirklich, wirklich leid. Ich will Rin nicht so sehen. Alles, was ich sehen kann, ist ihre Traurigkeit, ihr Stress und ihre Verzweiflung. Ist das das, was man Grenze nennt? Warum würden... Wie konnten Sai und Nomiya Rin so weit gehen lassen? Oder bin ich es, der daran schuld ist? Ich laufe beinahe hinaus, aber im letzten Moment drehe ich mich um, wappne mich und gehe zu Rin, um dann hinter ihr in die Hocke zu gehen und sie sanft an der Stirn zu berühren. Weder wehrt sie sich, noch reagiert sie. Ich kann sie sich nicht selbst überlassen. Ihr geht es nicht. Sie fühlt sich an, als hätte sie Fieber, eisig kalt und brennend heiß zugleich. Ich frage mich, ob sie wegen unseres nächtlichen Ausfluges vor kurzem krank geworden ist. Sie scheint sehr anfällig für sowas zu sein. Es liegt eine Decke auf der Couch, doch anstatt sie zu holen, lege ich meine Arme um Rin. Sie wehrt sich nicht gegen meine unbeholfene Umarmung, sondern lässt ihren Kopf nur noch tiefer hängen, wodurch die Schatten, die ihr Gesicht vor mir verstecken, noch dunkler werden. Was tust du da? Nichts. Ich umarme sie nicht aus Liebe oder aus Vergebung, denn bin ich überhaupt verliebt oder tut es ihr leid? Ich will sie einfach umarmen. Für einen Augenblick ist nur ihr schweres Atmen zu hören. Eine Körperwärme allein ist kaum genug für zwei Leute, aber langsam,
Qualvoll langsam breitet sie sich von mir zu ihr aus. Das bisschen Wärme, das zur Rinde zurückkehrt, macht mir bewusst, dass unsere beiden Körper sich berühren. Sogar in dieser Dunkelheit kann ich den flüchtigen Duft von Rins Haar spüren, Schweiß auf ihrer Haut und die getrocknete Farbe auf ihrem Shirt. Ich spüre die Härte ihrer Knochen und die Weichheit ihres Fleisches. Ihre Herzschläge folgen meinen, die wie immer aus dem Rhythmus sind. Das heiße, in mir brausende Blut erinnert mich an das, was ich damals gesagt habe, warum ich danach trotzdem noch hergekommen bin, warum ich heute Nacht wieder hier bin und warum ich sie gerade umarme, um sie vor der Kälte und der Traurigkeit zu beschützen. Rin ist mir wirklich ans Herz gewachsen, indem sie einen kleinen Teil davon für sich gewonnen hat, ohne es überhaupt zu versuchen. Rin. Selbst wenn sie mich abweisen wollte, kann ich nichts gegen dieses Gefühl tun. Bist du okay, Rin? Bin ich nicht. Ich glaube, ich bin kaputt gegangen. Ich habe gemalt. Ich habe ein paar wirklich gute Sachen gemalt. Unglaublich. Aber das hat mich verletzt. Ich komme damit nicht klar. Ihre Stimme setzt aus, als gäbe es für sie nichts mehr zu sagen. Es ist weder eine wütende noch eine traurige Stimme. Es ist eine leblose. Ich tätschle ihren Kopf und ihre Schultern, was wohl das physische Äquivalent von jetzt schon wieder ist. Es ist nicht so, als könnte ich sie mit den nichtssagenden Worten beruhigen, die Leute in solchen Situationen sagen würden. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie überhaupt zuhören oder sich beruhigen lassen würde. Sie hat auch kaum auf meine Umarmung reagiert, als würde es sie nicht kümmern. Vielleicht tut es das auch nicht. Zumindest schert sie sich nicht darum, ob sie traurig aus. Keine Fassade, kein Versuch, sich selbst zu erklären, keine gespielte Fröhlichkeit. Rin ist ehrlich. Isao. Was ist? Du bist mein Freund, oder? Richtig. Musst du mir einen Gefallen? Ich kann das nicht in Ordnung bringen, aber ich bin noch nicht fertig. Ihre trockene Stimme ist ein bloßes Flüstern, doch es enthält ihre letzte Kraft, womit sie die Bedeutung klarer ausdrückt als mit Worten. Ich kann Rins Herz spüren, das wie ein kleiner, verängstigter Vogel gegen meine Brust schlägt. Ihr ganzer Körper zittert wegen ihres Fiebers, wegen ihrer Angst, wegen ihrer Verzweiflung. Mein Gehirn wird schnell von Myriaden an Gedanken überladen, die diese Begegnung hervorgebracht hat, aber ich muss sie alle beiseite schieben. Ich kuschle meine Nase an ihr weiches, kaltes Ohrläppchen und an ihr Haar, das gut riecht und mich kitzelt. Okay, ich tue es. Verdammt noch. Nur jugendfreie Inhalte. Gut, ich hoffe, das passt. Wenn nicht, es ist innerhalb der Richtlinien. Ich flüstere beschwichtigend in ihr Ohr, damit sie sich beruhigt. Es funktioniert zumindest halbwegs, darin ihre Augen schließt und sich gegen mich lehnt, als würde sie Trost in meiner Wärme suchen. Aber das ist etwas, was Freunde nicht tun sollten. Wir können keine Freunde mehr sein? Natürlich können wir das, mach dir darüber keine Sorgen. Entspann dich einfach. Obwohl ich das gesagt habe, bin ich kurz davor, selbst zu zerbrechen. Wenn ich nicht so nervös wäre, würde ich darüber lachen. Sie will von mir getröstet werden und ich will sie trösten. Aber auf diese Weise? Ich bewege meine Hand tiefer, berühre die nackte Haut auf ihrem Bauch und liebkose Rin. Ihre Muskeln ziehen sich zaghaft zusammen und weichen meiner Berührung aus. Doch bald finden sie Vertrauen in mich und spannen sich. Ah, Glück gehabt. Es ist das Chinchilla. Rin ringt nach Luft, als würde sie ertrinken, und kehrt in die Realität zurück, da sie keine andere Wahl hat. Ihr Körper spürt immer noch die Nachwirkungen dieses langsam sterbenden Momentes. Schweißperlen glitzern auf ihrer Stirn. Ich spüre mein eigenes Herz schlagen, doch nun ist der Moment vorüber und ich weiß nicht, was ich dem schwer atmenden, ekstatischen Mädchen in meinen Armen sagen soll. Ihr Hemd klebt schweißnass an ihrem Rücken, sodass man ihre Schulterblätter und ihre Taille erkennen kann. Sie wirkt schlaff, schwach und erschöpft.
greife nach der Decke und wickle sie um uns beide. Rin wehrt sich nicht, sie ist komplett ausgelaugt. Was wird jetzt geschehen? Weiß nicht. Nichts, glaube ich. Du siehst müde aus. Bin müde. Es fühlt sich komisch an. Als hätte ich etwas verloren. Ich meine, außer meiner unehelichen Unberührtheit. Typisch Rin. Sag nicht sowas. Nichts von all dem. Ich will dich nicht verlieren. Was meinst du damit? Ich gehe nirgendwo hin. Ich habe Angst davor. Die ganze Zeit. In diesem Moment spüre ich, dass es nicht nur Rin ist, die so etwas von sich verloren hat. Ich fühle mich, als würde ich einen Teil von mir verlieren. Oder mein gesamtes Ich. Aber wenn man mich fragen würde, was ich verloren habe, könnte ich es nicht beantworten, da ich es bereits vergessen habe. Indem ich Rin meine wahren Gefühle gestanden habe, habe ich heute ein weiteres Versprechen gebrochen. Das sind zwei an einem Tag. Ich hasse einfach diese Distanz zwischen dir und mir. Deswegen habe ich bei jeder kleinen Annäherung Angst, sie wieder zu verlieren. Das ist komisch. Ja, schätze schon. Hättest du was dagegen, wenn ich ein bisschen schlafen würde? Nein, hast du wohl nicht. Du siehst gerne zu, nicht wahr? Sie schließt ihre Augen und versucht sich zu entspannen, während sie gegen den Drang zu malen kämpft. Ja. Ja, das tue ich. Rin bewegt sich in meinen Armen und sucht nach einer bequemen Position in unserer sehr unbequemen Haltung. Sie lehnt sich gegen mich, schließt ihre Augen und lässt einen letzten langen Atemstoß entweichen, bevor ihre Atmung in den gleichmäßigen Rhythmus des Schlafs übergeht. Im letzten Moment ihres Wachseins flüstert sie mir etwas zu, das ich aber nicht hören kann. Rin sinkt mit einem langen Seufzer in einen tiefen Schlaf. Alle verbleibende Spannung entweicht aus ihren Muskeln. Ich versuche etwas herumzurutschen, damit wir es beide etwas gemütlicher haben. Das dauert ein wenig, da ich Rin nicht aufwecken will, auch wenn sie wahrscheinlich eh nicht aufwachen würde. Doch schließlich finde ich eine Haltung, in der auch ich es einigermaßen bequem habe. Ich lehne mich gegen die weichen Kissen der Couch und atme die kalte Luft des Ateliers. Rins Kopf ruht auf meiner Brust, als würde sie meinen Herzschlag lauschen. Echos ihres Traumes zeichnen sich als kleine Zuckungen auf ihrem Gesicht ab, wie eine Katze, die im Traum eine Maus jagt. Der Vollmond, der sein blasses Licht vom Himmel auf uns herabfallen lässt, spiegelt sich auf der leeren Leinwand, die vergessen auf der Staffelei steht. Dieses weiße Licht erhellt das in die Dunkelheit der Nacht getauchte Atelier. Durch meinen so kurz nach dem Aufwachen noch vernebelten Verstand kann ich meine Umgebung nur nach und nach erkennen. Das Morgenlicht, das durch das Dachfenster scheint, ist hell und himmelfarben. Es wird von den weißen Wänden, den farbenfrohen Postern und den Gemälden reflektiert. Ich hoffe, niemand an der Schule hat bemerkt, dass ich die Nacht hier verbracht habe. Das letzte Mal haben sie es nicht, daher bin ich ziemlich zuversichtlich. Weil ich in einer so ungünstigen Haltung geschlafen habe, ist mein Nacken steif und meine Schultern schmerzen ungeheuerlich. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann ich eingeschlafen bin, nur an den Vollmond und an Rins warmen Körper an meiner Brust. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, sie geweckt zu haben oder dass sie aufgestanden ist, aber das ist sie. Rin steht in der Mitte des Ateliers und sieht aus, als wäre sie verloren. Sie scheint sich nichts Besonderes anzusehen, noch tut sie irgendetwas. Sie steht lediglich da. Sie hat es fertiggebracht, sich allein etwas anzuziehen. Ziemlich seltsam. Ich dachte zumindest, das wäre ohne Hände unmöglich. Ich stehe auf, laufe zu ihr und lege meine Hand auf ihre Schulter, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Hey. Bei der Berührung zuckt sie zusammen. Ich habe Rin noch nie zusammenzucken sehen. Rin sieht etwas panisch, etwas ängstlich, etwas abwehrend aus. Es ist, als wäre sie letzte Nacht ein vollkommen anderer Mensch gewesen. Vielleicht war sie das auch? Mein Herz rutscht mir in den Magen, der mit flüssigem Stickstoff gefüllt zu sein scheint. Es tut mir irgendwie leid. Warum leid? Es war nicht sehr taktvoll von mir. Du weißt, letzte Nacht. Aber ist das nicht das, was du willst, weil du mich magst?
So schonungslos. Bin von Rins Herangehensweise total verblüfft. Nein, ich... Selbst wenn es das wäre, glaube ich, dass ich den normalen Ablauf vorziehen würde. Rin neigt ihren Kopf und sieht dabei aus, als hätte sie keinen Schimmer, wovon ich rede. Sie wirkt immer noch sehr zurückhaltend, aber sie zeigt keine echten Emotionen. Also, wolltest du es nicht? Das habe ich nicht gesagt. Also doch. Das habe ich auch nicht gesagt. Hör mal, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es das Beste war, was ich in dieser Situation hätte tun können. Und ich wollte mich dafür entschuldigen. Ich frage mich, zu wessen Gunsten ich versuche, diese Gefühle offenzulegen. Ich weiß nicht einmal, warum ich mich so furchtbar schuldig fühle. Vielleicht. Ich denke auch nicht, dass es eine besonders gute Idee war. Wahrscheinlich. Wie du gesagt hast, so sind wir nicht. Wir sind Freunde. Es war eine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir das vergessen. Ich bin wirklich gut im Sachen vergessen. Also sollte ich kein Problem damit haben. Das kann ich nicht. Perfekter Soundtrack-Einsatz. Wieso? Weil ich dich mag. Deswegen. Habe dir doch gesagt, dass du nicht darüber reden sollst. Da bin ich anderer Meinung. Außerdem hast du vorhin selbst damit angefangen. Ich reibe mich frustriert die Nasenwurzel. Ich habe keine Ahnung, wie ich es Rin verständlich machen kann. Hasse es, dass Rin mir nicht klar sagen kann, wie sie über etwas fühlt. Hasse es, dass sie diese verwirrenden Signale sendet, als würde sie erwarten, dass ich ihre Gedanken lesen kann. Kommt mir bekannt vor. Hast du mich? Sie denkt tatsächlich für eine Weile darüber nach. Ich hasse nichts. Ich denke nicht, dass ich ein hasserfüllter Mensch bin. Was bin ich dann für dich? Hilf mir, es zu verstehen. Ich versuche, so vernünftig wie möglich zu klingen, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Rational gesehen ist dies der einzige Weg, um ihr meine Sichtweise zu erklären. Das Problem daran ist, dass Rationalität Nirens Stärke war. Rationalität ist für Rin keine treibende Kraft, so wie für mich. Sie lässt sich davon nicht einschränken, da sie nicht rational handelt. Verhält sie sich nicht unbedingt wie ein normaler Mensch? Kann ich nicht. Die gleiche Antwort. Ich fühle mich so machtlos. So frustriert. Warum? Ich glaube nicht, dass du es verstehen würdest. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es tue. Moment, speichern wir wieder. Eins oder zwei? Eins oder zwei. Wieso hört mich niemand? Naja, ich will es ja verstehen, ne? Zwei? Okay. Die zwei wurde ausgewählt. Schön, dann erklär's mir. Kann ich nicht. Wieder dieses alte dumme Muster. Ich stelle ihr Fragen, auf die sie mir nichtssagende Antworten gibt, weil das die einzige Art ist, wie wir miteinander kommunizieren können. Abgesehen von den Momenten, in denen ich ihrem Gebrabbel zuhöre, was man aber nicht wirklich eine Unterhaltung nennen kann. Ist das ein Theaterstück? Sind wir irgendwie in bestimmten Rollen hineingerutscht, die uns die Regeln vorschreiben, nach denen unsere Begegnungen abzulaufen haben? Sind wir dazu verdammt, uns jedes Mal gegenseitig zu verletzen? Mir bekannt vor.
Ihre gleichgültigen Antworten gepaart mit ihrem noch gleichgültigeren Schulterzucken machen mich nicht klüger als zuvor. Ich hasse es. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will wütend sein. Ich bin wütend. Aber ich fühle mich auch so machtlos. Würde irgendetwas, was ich sage, überhaupt eine Rolle spielen? Es ist okay, wenn du mir eine Abfuhr erteilen willst, aber mach es wenigstens richtig. Und wenn du es tust, dann war letzte Nacht wirklich ein Fehler. Vielleicht war diese ganze Sache ein Fehler. Ich will dir keine Abfuhr erteilen. Also, kannst du dich nicht entscheiden? Aber warum spielst du dann so mit mir? Umarmen, dann wieder ignorieren. Küssen, dann wieder ignorieren. Ich soll nach deiner Pfeife tanzen? Ist es das? Küss mich und dann vergiss es wieder. Meine Stimme klingt wieder sehr wütend, sogar für mich. Rin fasst auch endlich die Stimmung auf und ihr neugieriger Gesichtsausdruck verzieht sich zu einem eher untypischen. Nein. Dabei belässt sie es. Ihre Augen wandern rastlos umher und durchsuchen den Raum, als würden die Worte, die sie zu finden versucht, auf den Gemälden stehen, die sie selbst gefertigt hat. Hi, Nadine. Was dann? Ich musste malen, darum... Malen. Meine Sicht verfärbt sich durch ihre blutrote Linse ungezügelten Zorns. Komm mir nicht damit. Ich bin keine deiner verdammten Musen, die man für die Malerei durch den Dreck ziehen kann. Ich bin nicht irgendein Mittel, um deine Ziele zu erreichen. Ich bin ich. Selbstsucht hat ihre Grenzen. Rin schaut auf ihre Zähne und wackelt mit ihnen etwas melancholisch, während sie meinen Ausbruch auf sich wirken lässt, ohne etwas zu ihrer Verteidigung zu sagen. Erst nachdem ich fertig bin, versucht sie irgendwie zu antworten. Ich kann nichts anderes tun. Das heißt, ich kann alle möglichen Dinge tun, aber ich kann nicht tun. Es ist das Einzige, das ich mehr oder weniger richtig kann. Meistens. Ja, so viel habe ich auch schon herausgefunden. Danke. Kunst geht vor, dann kommt alles andere. An allerletzter Stelle. Hast du je versucht, die Dinge aus einer anderen Perspektive als aus deiner eigenen zu sehen? Zische die Worte durch meine Zähne. Sie schmecken wie Gift. Rin ist mittlerweile ohne jeden Zweifel beunruhigt, also ist sie wenigstens nicht komplett begriffsstutzig, aber es scheint, als würde sie einfach nicht verstehen, worüber ich wütend bin. Ich kann es nicht fassen. Nicht einmal sie kann so dumm sein. Ich wollte nicht... Diesmal unterbricht Rin sich selbst. Verstehst du nicht? Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Sie bringt kein Wort hervor. Du erklärst dich nie. Wie soll ich irgendetwas verstehen, wenn du nie etwas sagst? Warum redest du nie? Sag etwas! Doch, sie tut es nicht. Meinen Zorn an ihr auszulassen befriedigt mich. Und davon befriedigt zu werden fühlt sich schrecklich an. Ich kann mich nicht zügeln. Ich versuche durch meine von Adrenalin verzerrte Sicht Anzeichen ihrer Reaktion festzustellen. Mein Feedback war nicht das Beste, aber ich hoffe, Rin hat begriffen, dass sie nicht einfach alles andere ignorieren kann, wann immer sie Lust dazu hat. Es würde mich krank machen, wenn sie es nicht begriffen hätte. Sie hört niemals zu. Sie ist so unbeeinflusst von der Welt um sich herum. Nicht dieses Mal, wie es scheint. Ihr Körper zittert, als würde sie Tränen zurückhalten, aber ich weiß bereits, dass Rin nicht weint. Geh weg. Geh weg, Isao. Es tut mir leid. Ich komme damit nicht klar. Ihre Stimme ist kaum hörbar und müde, als sie das sagt, aber die Worte waren für mich unmissverständlich. Diese stumpfe, leere Bemerkung ist ein passender Abschluss für diese unangenehme Diskussion, zu einem noch unangenehmeren und einseitigem Wettschreien wurde. Ich verlasse das Atelier mit Wut und Schuldgefühlen. Ich hätte nie geglaubt, dass es so enden würde. So bin ich nicht. So ist Rin nicht. Ganz gleich, wie aufreibend, unausstehlich und unverschämt Rin ist. Das passt nicht zu ihr. Sie hat sich wirklich verändert. Oder bin ich es, der sich verändert hat? Vielleicht dachte ich nur, dass ich sie kennen würde. Oder vielleicht kannte ich die Rin, die sie nicht ist. Oder war ich es, der all das verursacht hat, weil ich Rin die Ausstellung erst schmackhaft gemacht habe?
Bin ich unmittelbar verantwortlich dafür, dass Rin zu der geworden ist, die sie die letzten paar Wochen war? Mir fällt keine Erklärung für ihr seltsames Verhalten ein, außer der Ausstellung und all der Dinge, die mit ihr einhergegangen sind. Vielleicht war es das Einzige, das uns näher hätte zusammenbringen können, aber alles, was es getan hat, war uns weiter auseinanderzubringen, und nun ist die Distanz zwischen uns unüberbrückbar. Dunkelheit bedeckt die Gärten der Yamaku-Oberschule und hüllt die kleinen Zimmer des Wohnheims in den Mantel der Nacht. In einem dieser Zimmer liege ich müde auf meinem Bett. So unglaublich müde. Ich habe aufgegeben. Kann mich nicht selbst belügen, dass alles in Ordnung ist, dass sich eine Lösung finden wird. So laufen die Dinge nicht. Als ich auf meine Uhr blicke, sehe ich, dass es 3.30 Uhr morgens ist. Ich lasse meinen Finger über die Glasfläche der Armbanduhr gleiten. Seit ich angefangen habe, sie zu tragen, ist sie ziemlich verlässlich gewesen. Sie wusste immer, was los war, wenn ich es nicht wusste. Ich drehe meinen Kopf zur Seite und sehe die ordentlich aufgestellten Medizinfläschchen auf meinem Nachttisch. Sie sind ebenfalls sehr verlässlich. Dinge, auf die ich mich den Rest meines Lebens verlassen werde. Ich denke an die begrenzten Tage, die vor mir liegen, und an die schier unendliche Zeit, die sich anderen eröffnet. An die Zeit, die ich damit verschwendet habe, Dinge außerhalb meiner Reichweite hinterherzulaufen. Zeit, die ich niemals wiederbekommen werde. Ich nehme meine Armbanduhr ab und lege sie auf den Tisch. Ja. Rin's Bad Ending. Du bist schuld, Becky. Oh, spannend, spannend. Ich meine, ich könnte lustigerweise die etwas nicht jugendfreieren Szenen mit schwarzem Bild überdecken und dann vorlesen. Kopfkino, versteht ihr?